Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ihr seht schon, es leckt wie immer, also muss es ja wieder eins unserer Raumschiffe sein. Und wie ihr seht, es ist unser altes Baby, das ich letztes Mal zu Boden schicken musste. Bloß ein bisschen umgebaut. Ihr seht schon, wir haben hier ein bisschen verteilter, sagen wir mal, die Crew-Kabinen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir hier mal, Crew transferieren machen. Nein, nicht aus dem Spiel raus. Transfer mache, komme ich aktuell überall hin. Die sind halt voll. Aber der Rest hätte zum Beispiel Platz. Bedeutet, wir sind ready. Und es funktioniert alles. Das ist das Schöne. Wir sind auch bummvoll. Also wirklich alles bummvoll, müsste eigentlich sein. Man sieht hier schon halt aus, was da Shielding ist. Sogar brauche ich das Shielding eingebaut zur Hölle. Ich habe schon wieder irgendwo Shielding eingebaut, ohne mein Wissen. Sauerstoff ist natürlich tonnenweise da, bedeutet, wir können nur hier gucken unter Alpha Centauri V2. Natürlich hier ECC-Ladung ist unendlich aktuell und ja. Das kürzeste ist Essen mit 14 Jahren. Dann richten wir uns doch mal wieder positiv aus. Und ihr seht schon, es hat auch ein bisschen schnellere Reaktionszeit mittlerweile. Das liegt daran, dass das Ding auch SS-Module verbaut bekommen hat. Vielleicht finden wir die. Hier haben wir zum Beispiel welche. Wir haben hier unten welche. Und ich glaube auch kleine irgendwo verbaut. Ihr seht auch, es wurde ganz viel SAS verbaut für schnelle Manöverpunkte. Einfach damit mit SAS das Ganze bewegt werden kann. Hier sind auch überall SAS-Punkte. RCS wurde auch hier oben verbaut ein bisschen. Das sieht man zwischendurch hier so ein bisschen. Hier. Und es leckt halt dezent. Ich muss mal schauen, was ich gegen den Leck mache. Weil ihr seht schon, 7 FPS haben wir aktuell. Und heute wäre ein Testflug Richtung Minmus geplant. Rein theoretisch einfach mal. Wie gesagt, wir haben hier 3131 MS gerade drin. Die ganzen Triebwerke sind natürlich wieder auf Vorleistung mit 20 mal Schub. Aber wir müssen halt trotzdem schauen, dass sozusagen das Raumschiff selber diesen Flug überlebt. Deswegen müssen wir jetzt einmal schnell einen Flug zu Minmus planen. Und dann können wir die nächsten Pläne in Betracht ziehen. Ich hätte sonst auch die Idee, dass wir uns mit so einem Orbitschwung irgendwie vielleicht in den nächsten Orbit setzen können. Das wird ja irgendwie auch funktionieren. Schauen wir mal, wie das hier jetzt wird. So, Ad-Manöver hier. Ich bin gespannt, wie gut das Ding jetzt schiebt. Alter, man merkt einfach, wie die FPS sterben. Da muss ich irgendwas gegen doch machen können. Ach schau, da wäre sogar ein Mann-Interception. Und dann? Sind wir in einer unbekannten Welt irgendwie. Also wo ich dahin fliege, kann er mir noch nicht sagen. Das ist natürlich auch super. Warte mal. Wenn ich hier so... Na warte, da war eine Interception. Minmus-Begegnung. Das ist doch ein super Flug, oder? Wie hoch ist der? Ja. Dann würde ich sagen, auf Manöverpunkt ausrichten. Das kann ja... Schubzeit 1 Minute, das geht voll. 800, aber auch 800 MS verschwendet, ne? Da muss man sich schon überlegen, was hier alles rausgeht, ne? Was für eine Höhe sind wir eigentlich nochmal? Aber das ist was ganz anderes. 103 Teile an Müll alleine sind hier unterwegs. So. Ach, das ganze Teil muss ich jetzt einfach drehen. Das ist so eklig. So, die ganzen Triebwerke sind aus. Bedeutet, wir können die Zündung vorbereiten. Also, man muss schon sagen, dafür, dass das Ding echt bumm riesig ist, hat es keine schlechte Bewegungsfähigkeit. Da bin ich echt erstaunt drüber. Was ich mir mal in einem Stream machen will, wie ihr auch vorgeschlagen habt, dass wir einfach mal so ein großes Schiff in einem Stream bauen und das halt alles fertig machen und dann in Let's Play so ein bisschen halt sozusagen fliegen, ja. Somit können wir das lange Bauen auch in den Folgen meistens verhindern. Aber wie zur Hölle baut man sowas? Aber ja, wir tun jetzt... Triebwerke sind hochgefahren. Das kann jetzt echt spannend werden dann gleich.
Wir sind 10 Minuten noch entfernt. Also wenn das nach Plan läuft, ne, und funktioniert, dann bin ich erstaunt. Weil das Ding ist ja echt massiv. Also die FPS sterben einfach gerade vollkommen. Das ist ja grausam. Grausam ist es, ja, ja. 1 Minute 20, jetzt gehen wir runter. Wird ungefähr hier wäre, glaube ich, gut. Ich weiß halt nicht genau, wo wir jetzt am besten den Start machen sollten. Ich würde noch ein bisschen vorsitzen, rein theoretisch. So, also hier hin. 9 Sekunden nochmal vor. Ja, passiert überhaupt was oder eher weniger? Eher weniger. Machen wir noch ein bisschen weiter. Ich bin da halt jetzt echt am überlegen, genau, wo welcher Punkt, weil ist ja alles so. Schwierig, schwierig, ja, ja. Machen wir jetzt einfach jetzt. Ich will einmal gucken, wie das jetzt ausschaut. Holy shit. Das ganze Ding kann halt schon ordentlich auch Boost geben, wenn man sich so das anschaut. Es hat auf jeden Fall die Masse dafür. Aber das Liquid Methane ist nicht unbedingt das Beste für Langzeitreisen. Man sieht, wie schnell es hier rauspumpt. Okay, ja, ich habe auch ein dezent großes Schiff gebaut, das muss man auch sagen. Also mit einer Versorgung für über 14 Jahre, du kommst du schon irgendwo hin. Aber ich wollte ja auch, dass einfach in Notfällen jederzeit dieses Schiff gerettet werden kann. Und dementsprechend sollte es ja auch arbeiten können. Alter, das Ding gibt mal richtig Boost. Hey, die FPS haben sich gerade verbessert. Oder auch nicht so ganz. Alter. Liegt es dran, weil ich diesen komischen Spezial-XL12-Modus aktiviert habe, oder? Woran liegt das? Woran liegt denn das nur? Alter, das ist brutal. Was haben wir da aufgestellt für ein Teil? Was natürlich nicht mehr ein Nachteil ist, dass wir die ganzen Tanks hier kühlen müssen. Das macht das Ganze ein bisschen benachteiligt, aber hey. Hey, yo. Aber das finde ich geil, dass wir noch einfach so eine Mannbegegnung auf dem Weg haben. Warum denn auch nicht, ne? Wir wollten zum Mann, jetzt sind wir zum Mann gekommen. Sogar richtig gut. Also erstaunt. Erstaunt bin ich. Weil wir zum Minmus können wir rein theoretisch sogar Tanker schicken. Wenn wir dann vom Minmus losfliegen, sollte auch um einiges einfacher sein. So, ich will das kontrolliert machen. 20. 15. Fünf, vier, drei, zwei, es geht runter und so. Okay, da sieht man jetzt natürlich, dass das ein bisschen anders geflogen wird. Wir können jetzt mal hier die Position halten. Minmus-Begegnung. Haben wir. R. Jetzt scheint es stabil zu sein. Hä?
Okay. Lass mal es erstmal so und adjustieren wir es dann später nach. Hier vorspulen. Alter, als ob du mich jetzt verarschen willst, dass wir jetzt wieder... Oh, warte mal, das ist ein längerer Flug, kann das sein? Das ist nicht dieser Orbit. Das nächste Orbit kann das sein. Jupp. Oh oh. Wir scheinen uns auf jeden Fall Adieu zu machen. Das wäre jetzt aber nicht der Plan. Schauen wir schnell zum Mann. Von was ist der Flug? Der Flugbahn ist auch ganz uncool. Jetzt muss ich wieder die Taste finden. Ach Gott. Ich habe meine Taste verloren. Irgendwo war die. Nee, nee. Fuck, jetzt war ich blöd. Jetzt war ich einmal richtig. Ich kann aber. Ich wusste schon auch nicht, dass ich doch zappen kann. Einfach die Planeten. Ilo. Alpha Centauri. Sonne. Mohu. Eve. Gilly. Kerbin. So, dann kann ich jetzt bestimmt hier, aber dann, wenn ich hier unten bin. Hier vorspulen. So, jetzt hat. Ha, ich habe die Taste wieder gefunden. Nice. Das muss man doch bestimmt irgendwie einstellen können. Oh, Gottes Willen. Nein, vorwärts, 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 vorwärts. Heieieiei. Hör, was ist los? Mein Handy schreit. Einfach los, mitten in der Aufnahme, ne, so Jule-mäßig. Hat es denn irgendwas? Ne, alles okay. Ich glaube, es ist krank. Ich glaube, es weiß nicht mehr, was es tut. Also, selbst mit dem RCS schon. Das verändert ja halt echt einfach viel, ne? So, jetzt haben wir hier 55.000. Das sollte passen. Wir schauen einfach mal, wie weit wir rauskommen, circa. Also wie weit wir auch das geplant schaffen. Weil es passt sich immer irgendwie an. Das ist ja Katastrophe auch. Und irgendwie kann man noch nicht... Warte mal, ich bin drin. Ich würde gerne das Raumschiff sehen und nicht irgendwas anderes. Jo, aber die FPS scheinen gut zu gehen. Alles auch ein gutes Bild, oder? Warte mal, zack. Hier Station, hier Centauri. Das schaut echt cool aus. Das schaut echt cool aus. Das taugt mir. Ist halt echt ein bisschen übertriebenes Ding. Auch teilweise. Aber ja. So. Mal erst hier erstmal aus.
Hier vorspulen. Ich will jetzt meinen Orbit anschauen. Und wie sich das Ganze hier entwickelt. Tüdelü. Und tüdel da. Jetzt ich will irgendwie was anderes, außer das, was ich sehen will. Ja, was? Dieser Vorspulmodus. Der macht mich in letzter Zeit fertig. Ich glaube, ich habe da irgendwas voll verbuggt mit meinem Modpack. Aber ja. Ah, wir haben Kontakt über die Station aufgenommen. Ah ja, stimmt. Keine gute Radioverbindung haben wir auch mit dem Ding. Das ist komplett auf sich alleine echt gestellt. Wenn man so sieht. Da kommt der Mond, da kommt der Mond, da kommt der Mond. Ich finde immer geil, dass sozusagen die Station dann die Kontaktaufgabe für den übernimmt. Aber das ist natürlich eine gute Sache, wenn wir hier so gutes System schon haben, dass das übernehmen kann. Das ist natürlich praktisch. Dann würde ich sagen, parken wir das schnell hier in dem Orbit, oder? Das wäre immerhin der erste offizielle Flug des Teils. Und er war funktional und hat funktioniert sogar. Also, super funktionales Teil. Also ich würde mal bis hierher gerne vorspulen. Rückwärts. Und jetzt muss ich natürlich das große Teil hier auch nochmal drehen. Brrrt. Ich bin erstaunt. Ich habe davor haben wir uns fast gar nicht gedreht. Und jetzt dreht es relativ flott und eigentlich für die Größe echt dynamisch. Ich hätte echt erwartet, dass das Ding mehr so. So. Ich muss drehen. Aber nee, also. Okay, dann drehe ich mich halt, ne? Kein Problem. Also ich bin echt erstaunt über das Raumschiff jetzt. Mit den kleinen Verbesserungen im Gegensatz zu der V1. Ist die V2 ganz gut geworden. Die V3 würde wahrscheinlich noch extreme Satellitensysteme mitnehmen. Oder halt, was soll ich auch machen könnte, hier so kleine Satelliten andocken, die halt dementsprechend die Kommunikation aufrechterhalten weiter außen im Sonnensystem. Aber man kann natürlich daraus auch einfach eine Weltraumreise machen und sagen, man reist ein bisschen, aber wenn das der Treibstoff ausgeht, ist man halt gefickt mit dem Teil hier. Dann ist es over. Da gibt es kein Zurück mehr. So. Und jetzt mag ich mal probieren und schauen, wie gut das Ding hier mit RCS fliegen kann, rein theoretisch. Wie, Batterien sind fast leer. Das Ding hat die ganze Zeit Sonne. Und wir haben doch tonnenweise Batterien dabei. Was ist denn jetzt los? Es ist aber wahrscheinlich echt diese blöde Kühlung, die man hier einbauen muss. Also das ist natürlich auch ein Negativ. Dass diese Kühlung so extrem viel auch frisst. Also du musst hier echt abwägen zwischen kühlen und, ja, dumm sein. Was ist jetzt? Wirkt sich das irgendwie aus? Bisschen noch vorspulen, dann machen wir es halt mit Schub. Das Ding hat eh genug Schub für alles. Und? Du wirst es nur auf einmal hochfahren. Pfft. So, jetzt geht's los hier. Warte mal. Warum? Die Zahl hat mich dezent verwirrt mit Minus. Jetzt sind wir sozusagen wieder im Heimbereich. Das ist aber praktisch. Das funktioniert echt gut. Das Geräusch finde ich auch geil von diesen Antrieben. Hört ihr das? So ganz leicht im Hintergrund.
Perfekt. Das ist nicht mal eine schlechte Arbeit geworden. Und damit würde ich sagen, schon ein bisschen vor hier, vorspulen. Damit würde ich sagen, sind wir offiziell den ersten Flug geflogen mit unserer Station hier. Wenn wir jetzt hier mal ein gescheites Bild hinkriegen würden. Wir haben offiziell unsere neue Raumkapsel zum Mond gebracht. Und ich finde, das hat einen sehr coolen Style hier. Schaut heftig aus und wir haben was wirklich Brutales gebaut. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Flugtaktik finden. Und da könnt ihr mir auch in den Kommentaren weiterhelfen, was ihr dafür eine interessante Idee hättet. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.